Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin immer noch leicht erkältet, ich bin Hank und hier ist die Atlas-Schnittstelle, wo wir in der letzten Episode immer abgestürzt sind, wenn wir hierher fliegen wollten. Also geben wir jetzt mal Gas und fliegen da rein. Na? Na, da brauchen wir keinen Impulsantrieb für die 10 Sekunden, um da reinzukommen. Und das sieht echt ein bisschen spooky aus mit dem ganzen Rot und Böse und... Okay, anscheinend erwartet es uns. Wow. Wir werden reingesogen. Oh, die große rote Kugel. Hi, große rote, allmächtige Kugel. Hi. Korvax. Korvax-Wort für Korvax gelernt. Whoopsala. Konvergenz. Analysierer reparieren. Objekte analysieren. Entdeckung hochladen. Whoop. Das waren abgefahrene Sachen. Das war aber zu komisch und die Sachen hier schweben. Was ist das? Artefakt durchsuchen. Oh, Warpzellen. Noch eine. Großer Galle, Konvergenz. Mit der Atlas-Schnittstelle interagieren. Es ist fremdartig, anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich sollte Angst haben, Alter, aber eine unerbitterliche Kraft zieht mich zum Herzen des Konstrukts. Ich muss es wissen. Das ist ein Relikt des Atlas. Es heißt mich willkommen, es weiß, was ich bin. Es verspricht mir wahre Erkenntnis. Der Wille brennt in mir. Ich werde in die Struktur der Kausalität blicken und diese Existenz verstehen. Ob sie echt ist oder nur ein riesiges, unberechenbares Scheinbild, das von anderen Intelligenzen erschaffen wurde. okay, was es sagt, verstehen wir nicht. Annehmen. Bin Meilenstein Pathfinder. Ich akzeptiere, der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir. Ein Atlasstein, okay? Analysiere Kreaturdaten im Optionsmenü holen. Okay, hier kann ich aber nichts analysieren. Entdeckung analysieren und hochladen. Ach so, was wir doch haben. So. Was haben wir denn hier noch so? So, du bist das Hörnchenhamster. Wo war das? L3, oder? Ja. Hörnchenhamster. Hamster. Okay. Ich habe getan, was du wolltest. Ups. Was passiert gerade? Es passiert irgendwie nichts. Oh, hier liegen noch ganz viele Wörter auf dem Fußboden.
Okay, laufen wir da mal hin. Okay, da verschwindet einfach, wenn wir da drauf zulaufen. Aber vielleicht sammeln wir es noch rein, ich verstehe es nicht ganz. Okay, das ist nur Licht. Aber hier passiert was. Okay, ich bin ein bisschen überfragt gerade, was es hier alles auf sich hat. Vielleicht muss ich einfach noch mehr hochladen. Das wird sein. So. Ja, hier gab es irgendwie nichts. Ich habe jetzt einfach mal das reingetippt, was mir so einfiel. So, was haben wir hier noch? Was bist du denn? Zinken. Bam. Moment. Nein. Fuck. Moment der S. Scherenhand wollte ich es eigentlich nennen. Verdammt. So, hier haben wir noch Wegpunkte zum Umbenennen. Mukun. Steppe. Brandweg. Das fällt mir so spontan ein. Unglaublich. Yeah. Und dann, was haben wir hier noch? Ein Krater. Lavados-Krater. Lavados. Und groß und Krater. Dann. Dreieck. Das war echt alles gerade Flammen. So und so und so und Kreuz U N G. Huch, verdammt, das wollte ich gar nicht so. Verdammt. Nein. So. Grün. Flammen. Boah, das Tippen dauert so lange. Grünflammenweg. Dann. Okay, reicht's jetzt? Was willst du noch von mir?
können wir erstmal aufladen. So. Was möchtest du noch von mir? Entdeckung analysieren und hochladen. Kreaturendaten im Optionsmenü. Kreaturendaten, okay. Pilzfuß. Ja. Wie Fußpilz, nur falsch geschrieben. Wieso habe ich die Verbindung zum Online-Dienst verloren? So, was haben wir hier noch so Feines? Das ist voll der Hamsterplanet. Schuppen. Ha. Müssen wir es auch noch groß schreiben. So. Den noch. Nasen. Hörnchen. Hamza. Degu. Katz. Degu Katz. Alles klar. So, reicht das jetzt? Er wabert wieder. Das hat ja gerade nicht allzu viel zu bedeuten. Was will er von mir? Ich habe getan, was er gesagt hat. Was will er? Sag mir, was du von mir willst. Ich habe alles benannt, was ich gefunden habe. An Tieren zumindest. Ne, hier sind noch drei. Oh, hier sind noch ganz viele Sachen, verdammt. Oh, Entschuldigung. So, was? Ja, wie könnte das denn heißen? Blue Schnippus. Tada! Penosid. Finde ich eigentlich sehr schön. Penosi. So, hier ist wieder ein Mowrinder. Aber diesmal ein Sprinter. So. Dann. Nee. Ist nicht drin. So, Flü. Ah, das war falsch. So, das wollte ich. Da wollte ich hin. Flügelbaum.
Lava. Zap. Zapta. Auch ein, noch eine Antilope. Dann. Sakkos. Weil es aussieht wie ein Penis mit zwei kleinen Säckchen dran. Anki Mi Lope. Weil sie besonders klein ist. So, den nenne ich jetzt Stein. Das ist ein Klito. Klito. Fiero. Das ist ein Trauerkopf. Ein Schuppenstein. Ich gebe jetzt das ein, was mir so spontan einfällt. Und schreiben und gleichzeitig noch sprechen, nebenbei ist ein bisschen anstrengend. So. Machui. Zipli. Pill. Oh, was ist das? Europid. Ei. Dono. Und hier sind noch Steine. So, jetzt sollten wir es aber haben, oder? Bist du jetzt zufrieden? Hat dir das gefallen? Reicht dir das jetzt an Informationen? Antworte mir! Ah. Können wir eigentlich irgendwo gucken, dass wir die Internetverbindung wiederherstellen? Gespeicherte Daten, Steuerung, Controller, Vibration, Mitwirkende. Nee. Bist du immer noch nicht zufrieden? Du Stein. Du rotes Ding. Das sieht aus wie Pixelschafe da vor uns, das da. Das sieht aus wie kleine Pixelschäfchen, die sich angucken. Okay. Wird hier irgendwie, komme ich hier nicht voran. Oh. Du bist keine Hilfekugel. Was willst du von mir? Was ist dein Verlangen? Melden, diese Entdeckung als beleidigend oder unangebracht melden. Okay. Hm.
Ich habe alles hochgeladen, was geht. Du hast die Verbindung zu Internet verloren. Warum? Ja, hier gab es ja auch nichts. Ah. Im The Face hat das entdeckt. Das habe ich entdeckt hier alles. Okay. Drücken Thais. Goje. Brater. Das System können wir auch umbenennen. Aber wie heißt das System, in dem wir jetzt sind? Oh Mann, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir steigen einfach mal ein. Dein Schicksal liegt jenseits. Zum Öffnen der galaktischen Karte in Runden drücken. Okay, erstmal müssen wir hier raus. So, und wie heißt das hier, wo wir sind? Orbitalstation Koordinaten empfangen. Okay, Anomalie entdeckt. Da sind wir jetzt in Rat Surayak 3. So, dann werden wir mal Rat Surayak 3. Ah, hier war schon der andere, okay. Rat Surayak 3. Vorne ist der Planet noch unentdeckt. Aber auf jeden Fall war hier schon mal ein anderer Spieler. Weltraumeisen. So. Nickel und eigentlich habe ich danach gesucht. So. Und der will also, dass wir jetzt dahin. Dahin. Bis nach da ganz hinten reisen, alles klar. Ein Deck von, am 11.8., das war gestern. Verdammt, der war ein bisschen schneller als ich. Naja. Man kann ja auch nie alles haben. So, dann düsen wir mal in die nächste Galaxie. Machen heute ein bisschen länger, weil wir so lange Namen vergeben haben. Anscheinend war das echt notwendig, damit wir hier weiterkommen. Unglaublich. So. Weltraumanomalie. Interessant. Was auch immer das ist, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Große Metallkugel. Okay, ist das ein Todesstern oder was ist das jetzt? Okay, da schwebt Metall drumherum. Was auch immer das ist. Ups. So,
Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Da kommen wir nicht rein, oder? Oh, doch. Hi. Was zum Teufel? Ah, dich verstehe ich wenigstens einigermaßen da hinten. Priester. Spezialist Polo. Hi. Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Freunde in allen Formen, in allen Größen und in allen Umgebungen. Die kleine Entität, ein Geek, wirft erfreut. Er wischt seine mit Öl beschmutzten Hände an seinem Anzug ab, während er mit mir spricht. Scheint eine Art Ingenieur zu sein. Überraschenderweise spricht er meine Sprache. Andere Lebensformen haben mich mit einem amüsanten Gleichgültigkeit behandelt. Doch für Polo bin ich gleichwertig. Er interessiert sich für meine Reisen. Welche fühlenden Spezies sich getroffen habe und ob ich auf Lebensformen gestoßen bin, die er nicht kennt. Er hofft, dass ich meine Erfahrungen mit ihm teile. Speziesdaten übertragen. Wir haben einen Atlaspass bekommen. Wir haben einen Atlaspass bekommen. Einen Sicherheitsgenehmigungspass, den bestimmte Reisende in vielen wichtigen Spezies der Galaxie erhalten. Okay. Woo. Können wir noch irgendwas mit ihm machen? Es gibt immer etwas zu tun, das stimmt. Aber nicht jetzt, mein Freund. Los, genieße deine Freiheit. Erkunde die Sterne. Kann dir Technologie anbieten, wenn dir das beim Erkunden hilft. Anzugstechnologie. Clever, einen soliden Anzug, ein langes Leben. Belüftungsmaske, toll. Oh, was war denn hier noch? Die ist süß. Die ist blau. Dafür habe ich auch noch genug Credits. Plasmawerfer, Strahlkühlung, Strahlkühlungssystem 2. Yeah. Bergbaustrahler. Verstärkter Kampfstrahler. Ja, das ist doch mal ein Kauf wert. Glaube ich. Auch wenn ich schon wieder kein Geld mehr habe. Hey. Kannst du auch sprechen? Seltene linguistische Form. Vergnügen. Nada. Andererseits andersartiger Korwachs. Unterstützung angeboten. Weg zum Herzen der Galaxie zur Orientierung mit Atlas verbinden. Ressourcen für Reise? Ja, nein. Eine Abkürzung zum Zentrum finden. Ressourcen für bessere... Als ich mich dem elektrischen Wesen nähere, erwacht es zum Leben. Aus seiner dunklen Maske kommen Scanstrahlen hervor, die mich umhüllen. Ein nervtötendes, zwitscherndes Geräusch ertönt und dann spricht es zu meinem Erstaunen, meine Sprache. Es lässt mir die Wahl. Es kann mir zeigen, wie ich schwarze Löcher nutze, um zu reisen, zum Zentrum der Galaxie aufzubrechen. Es kann mir meinen Weg zu einer Atlas-Schnittstelle erleuchten, sodass ich den einen Weg folgen kann. Oder es hilft mir bei meiner eigenen Erkundung. Dem Weg des Atlas folgen. Der Korvax markiert den Standort einer Atlas-Schnittstelle. Vielen Dank. Der ist voll groß. So, kann ich hier noch irgendwo anders hin? Nee, das ist zu. Da bin ich durchgekommen. Geht's oben noch weiter? Nein. Okay, da hätten wir das hier erledigt. Äußerst interessant. Auch mal welche, die meine Sprache sprechen. Das ist auch mal sehr schön. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Episode von No Man's Sky. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn wir uns hier morgen in meinem Raumschiff wiedersehen würden, in unserem Raumschiff wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Bye, bye.